Ich mache das trotzdem. Antworten Sie mit Ja, trotzdem? Hören Sie zuerst ein Beispiel. Bist du krank? Arbeiten. Ja, trotzdem arbeite ich. Und jetzt Sie. Bist du krank? Arbeiten. Ja, trotzdem arbeite ich. Kannst du Gitarre spielen? Viel üben müssen. Ja, trotzdem muss ich viel üben. Musst du heute lernen? Sport machen. Ja, trotzdem mache ich Sport. Machst du eine Diät? Einen Kuchen essen. Ja, trotzdem esse ich einen Kuchen. Hast du bald Prüfungen? Drei Tage Urlaub machen. Ja, trotzdem mache ich drei Tage Urlaub. Bist du sehr müde? Heute in eine Bar gehen. Ja, trotzdem gehe ich heute in eine Bar. Wünsche. Sagen Sie es höflich. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Ich will zwei Monate Urlaub. Ich hätte gern zwei Monate Urlaub. Und jetzt Sie. Ich will zwei Monate Urlaub. Ich hätte gern zwei Monate Urlaub. Ich will am Wochenende ausschlafen. Ich würde gern am Wochenende ausschlafen. Ich will wieder Yoga machen. Ich würde gern wieder Yoga machen. Ich will mehr Zeit für mich. Ich hätte gern mehr Zeit für mich. Am Samstag will ich im Wald spazieren gehen. Am Samstag würde ich gern im Wald spazieren gehen. Ich will andere Arbeitszeiten. Ich hätte gern andere Arbeitszeiten. Ich will mal wieder etwas unternehmen. Ich würde gern mal wieder etwas unternehmen. Wir könnten am Freitag... Wiederholen Sie. Hören Sie zuerst ein Beispiel. Wir könnten am Freitag mal wieder etwas unternehmen. Wir könnten am Freitag mal wieder etwas unternehmen. Und jetzt sie. Wir könnten am Freitag mal wieder etwas unternehmen. Wir könnten am Freitag mal wieder etwas unternehmen. Am Freitag? Da kann ich leider nicht. Am Freitag? Da kann ich leider nicht. Und wie wäre es mit einem Ausflug am Samstag? Und wie wäre es mit einem Ausflug am Samstag? Schade, das geht leider auch nicht. Schade, das geht leider auch nicht. Hast du vielleicht Lust auf Kino am Samstagabend? Hast du vielleicht Lust auf Kino am Samstagabend? Gute Idee, aber ich würde eigentlich lieber in die Disco gehen. Gute Idee, aber ich würde eigentlich lieber in die Disco gehen. Okay, dann gehen wir in die Disco. Okay, dann gehen wir in die Disco. In Ordnung, das machen wir. In Ordnung. Das machen wir. Meine Sachen. Schauen wir mal. Hey Sandra! Guten Morgen. Na, schon in der Arbeit? Ach, du hast heute frei. Ich muss ab 14 Uhr arbeiten. Wohin gehst du? In einen neuen Laden? Ein neues Einrichtungshaus? Du möchtest deine Wohnung schöner einrichten. Ich soll dich beraten? Du hast meine Wohnung noch nicht gesehen. Na gut, wenn du meinst. Um zehn bei dir. Wo ist das? Sonnenstraße 12. Bis gleich. Hey, Sandra. Hallo, Tim. Komm rein. Wow. Du, das ist ja eine tolle Wohnung. Ja? Findest du? Was brauchst du hier denn noch? Oh ich weiß nicht ein toller kerzenständer wäre schön ein paar bunte kerzen vielleicht ein interessantes bild so was verstehst du mhm und das gibt es da alles in diesem geschäft ich denke schon schauen wir mal ja genau schauen wir mal dann sehen wir es schon Hier, guck mal. Ist das nicht ein hübsches Poster? Ja, ganz nett. Aber es passt nicht zu meinen Möbeln. Bist du sicher? Also, ich finde eigentlich das. Nein, nein. Das geht auf keinen Fall. Hm. Na schön. Und der Wandteppich dort? Der ist doch super, oder? Den finde ich noch toller als das Poster. Ich mag keine Wandteppiche. Wahnsinn! Weißt du, was der kostet? 50 Euro? Mm-mm. 70. 19,99. Den nehme ich!